Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier vor der Neo Ark angekommen und ja, wir haben einiges rausgefunden über uns. Pierce ist mit dem Bunker. Und ja, wir stehen jetzt hier vor diesem neuen Gebiet. Dann würde ich sagen, gehen wir da einfach mal rein, Leute. So, bin ich mal gespannt. Vögel also schon mal. Oh. Excuse me, sir. Yes, come in. Was gibt es? Eine Meldung, Sir. Der Präsident, okay. Ich höre. Der Agent, den wir eingeschleust haben. Er hat das Ziel geortet. Sehr gut. Und? Geht direkt spannend los hier. Die Eliminierung des Ziels ist nicht möglich. Okay. Sind Sie sicher? Wir sollten Erwägung Plan D in Erwägung zu setzen. Plan D. Das Überbleibsel des SDI. Um kein Risiko einzugehen. Verstehe. Erlaubnis erteilt. Danke, Sir. Der Kongress darf davon nichts erfahren. Okay. Es gibt also eine SDI-Anlage. Alles klar. Das schaut ziemlich interessant aus, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Auf irgendwas fokussiert. Grafikglitch. Auf irgendetwas fokussiert, Leute. Irgendeine SDI-Laserwaffe. Schon ziemlich krass und ja. Es ist mittlerweile bis zum Präsidenten hochgedrungen, dass wir hier in diesem Bunker sind. Und ja, also das wird noch eine richtig krasse Nummer, Leute. Also wenn sich jetzt schon der Präsident einschaltet. Meine Güte. Gut, wir sind jetzt hier in diesem neuen Gebiet. Tada, wir sind in der Neo Ark, Leute. Ah, das wird so cool jetzt. Wir waren ja schon mal in diesem Raum hier drin, in diesem Gruselraum. Da kamen wir aber nicht weiter damals. Genau, der ist hier, nämlich hier hinter. Und ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein hier. Hui, geht schon direkt los. Ah, Pierce. 1, 2, 3, Test. Hallo. Hörst du mich? Ah, ja. Oh Mann. Okay. Hör gut zu. Von da an kann ich dich nicht mehr orten. Ah, der Pierce ist so cool, Leute. Ich mag den. Aber du schaffst das schon. Sei vorsichtig. Ah, nein, das ist nichts. Bis dann. Der weiß auch irgendwas, ne? Also irgendwie weiß hier jeder was, mehr was außer wir. Gut, Leute, Observatory Area. Boah, das wird so cool jetzt, Leute. Ich kann es euch gar nicht sagen. Die Ark, die wird richtig geil. Mit einem Highlight hier des Spiels. Schaut euch das Ding mal an. Willkommen in der Neo Ark. Hier wurden Teile der irdischen Natur rekonstruiert. Genau, Leute. Das ist so cool hier. Tropischer Regenwald. Nadelwald. Savanne. Korallenriff. Eisdüne. Okay. Die jeweiligen Klimazonen wurden mit der authentischen Flora und Fauna ausgestattet. Ferner wurden Kolonien der neuen Menschheit gebildet.
Ja, und wie sollen die aussehen, Leute? Begleiten Sie uns bitte in die Savannenzone. Bitte achten Sie dabei auf die Fleischfresser. Okay. Na, das kann ja heiter werden, Leute. Ja, schaut euch das an. Richtig cool hier, diese Neo-Ark. Schau mal, einfach so ein Wald hier im Bunker drin. Muss man auch erstmal haben. So, Palmen und Farnpflanzen. Ein Schacht. Farnpflanzen und Palmen, okay. Ich glaube, hier kann man was erfahren hier drüber, ne? Genau. Genau hier, Leute. Vorführung. Eine Einleitung. Sie wissen vielleicht bereits, dass die NMCs aus Manhattan imstande waren, ihre äußere Form vollkommen zu verändern. Neomitochondrien besitzen diese Eigenschaft der Zellen. Um- und Rekonstruktion. Gott gab uns die Blaupausen des Lebens und einen Stift. Das Ergebnis sind die ANMCs, die wir Ihnen nun vorführen. Na, vielen Dank auch, die werde ich gerne sehen. Diese Geschöpfe werden uns den Weg in die Zukunft leiten. Okay. Sie wissen vielleicht... Ah, jetzt kommt das Ganze nochmal, okay. Ich dachte, er sagt noch irgendwas anderes. Gut. Die Erzeugung von ANMCs. Wie werden ANMCs eigentlich erzeugt? Die Neomitochondrien werden anhand von Vektorviren... Viren, ja, immer dieses Virenthema aktuell, ne? In den Körper der Versuchsperson übertragen. Wenn der Virus die DNS komplett umstrukturiert hat, werden die Neomitochondrien angeregt. Die Neotenie beginnt. Neotenie bedeutet, dass eine ausgewachsene Seele in einem Embryokörper weilt. Die Evolution wird auf diese Weise zurückgesetzt. Super. Das Embryo der Versuchsperson kann sich selbst die gewünschte Fortentwicklung aussuchen. Wir helfen ihnen lediglich dabei, sich an die Umgebung anzupassen. Anschließend erfolgt eine akute Evolution. ANMCs mit neuen ungerahnten Charakteristiken entstehen. Oh Gott, Leute, ich will gar nicht hier rein, aber ich... Ja, gut. In der jetzigen Versuchsphase setzen wir künstliche Organe ein, um Risiken zu meiden. Doch später werden auch diese auf natürliche Weise generiert. Zu hohe Intelligenz wird reduziert, um negatives Denken auszuschließen. Ah, toll. In Zukunft planen wir, die Intelligenz auf 0 zu reduzieren. Ja, super. Um die Basis für eine neue Gesellschaft zu schaffen. Oh, Leute. Was soll denn das für eine Gesellschaft sein? Alle Versuchspersonen sind mit ihrem perfekten Körper ausnahmslos zufrieden. Okay. ANMC sie Arten. Berühren Sie die Glasfenster für weitere Informationen. Boah, Leute, hier so ein Streichel so, ey, nur von ANMCs voll. Das ist doch schon mal heftig hier. Schalterspiele. Gut, dann gucken wir uns mal um. Wir sollen ein Glasfenster berühren. Hier. Ein riesiger Dschungel breitet sich vor meinen Augen aus. Ohne die Decke könnte man meinen, er wäre echt. Die Regenwaldzone. Boah, das ist so cool hier, Leute. Richtig so ein Zoo hier. Richtig schön gemacht. Farnpflanzen und Palmen. So, aber ich glaube... soll ich da erstmal hin? Nee, Leute, wisst ihr was? Ich gehe direkt den richtigen Weg. Glaube ich zumindest. Also ich kann mich hier nicht mehr zu 100% erinnern. Aber ich meine, das wäre hier rein gewesen. Genau, hier ist eine Treppe, Leute. Und genau. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, wir sind in der... In der was? Bei einer Pyramide. Hier kann man hier die Fenster irgendwie anklicken. Ich habe nur gesagt, klicken Sie die... Da, schau mal, das ist so eine Savanne da. Willkommen. In der Savannenzone finden Sie auch ANMCs, die Sucklers genannt werden. Ah, jetzt kommen jetzt stellen Sie uns die Gegner vor. Hm, alles klar. Versuchspersonen, die den Wunsch hegen, von allen geliebt zu werden, bevorzugen diese Form der Evolution. Beim Suckler gilt die Neotenie als Endzustand der Entwicklung. Die Suckler unterscheiden sich eindeutig von anderen ANMCs. Sie sind eine vollkommen neue Spezies. Wir wollen ihre Entwicklung einmal beobachten. Nee, danke. In der Anfangsphase bilden sie als Bone-Sucklers eine Horde und erlegen die Beute, indem sie ihre Köpfe zerplatzen lassen. Okay. Sehr interessant.
Die verbleibenden Bonesucklers saugen die Überreste auf. In Phase 2 entwickeln sie sich zu fliegenden Mindsucklers. Sie stechen ihre Beute und legen ihre Eier im Inneren des Opfers ab. Oh Gott, ist das widerlich, löd. Die Larven steuern die Beute durch Gedankenkontrolle zu den Bonesucklers. Wenn das Opfer stirbt, kriechen die Larven hinaus und schließen sich der Horde an. Alter Schwede. Dieser Lebenszyklus ähnelt dem von höheren Insektenarten. So könnte vielleicht die zukünftige menschliche Gesellschaft aussehen. Nein, das glaube ich nicht. Die Sucklers sind nachtaktiv und können während der Führung nur selten beobachtet werden. Dürres trockenes Land. Eher eine Wüste. Naja, okay. Die Sucklers, also ich glaube, diese Sucklers, das sind diese Babys. Oh, hier sind es noch ein. Willkommen. Scavengers sind ANMCs mit großen Ohren, die sich durch Sprünge fortbewegen. Ach, das sind die Goblins. Okay, ich verstehe es. Sie sind klein und gehören zu den Aasfressern. Quasi ein natürlicher Reinigungsdienst. Sie sind keine Jäger, fallen jedoch gelegentlich über geschwächte Beute her. Sie sind nachtaktiv und können nur selten gesichtet werden. Ja, das sind die... Genau, diese Viecher haben ein Auto auf dem Gewissen. Das sind die Goblins. Ja, die gibt's hier also auch, oder was? Ne? Nachtaktiv. Ja gut. Ein dichter Wald. Leute, das ist so krass hier. Das, die haben einfach hier so alles gezüchtet, einfach so. Das ist so heftig. So Leute, jetzt haben wir hier einen ersten Raum. Wow, hört euch mal die Musik an, Leute. Das ist mega episch gemacht. Willkommen. In dieser Savannenzone finden Sie die Chasers. Unsere Vorfahren haben sich in der Savanne fortentwickelt. Hier sehen Sie, was passieren würde, wenn die Menschheit sich in der Savanne als Vierbeiner fortentwickelt hätte. Um sich rapide fortzubewegen, dienen die Hände als Stützen. Ah, die Pferde, Leute. Oh ne, die gibt's hier auch. Ah, super. Die Intelligenz wird zur Bildung einer Horde genutzt. Das Resultat? Eine perfekte Gemeinschaft aus Jägern. Die Pferde, die uns vor dem Bunker angegriffen haben. Ah, super. Und da liegt auch schon eins. Oh nein, nicht die schon wieder. Aber ich habe jetzt hier aufgerüstet, Leute. Oh, das war das Falsche. Ah, das bringt... Hallo? Nein, lauf! Lauf weg! Um Gottes Willen. Und mach mal hier. Oh, hier muss ich aufpassen. So, ich habe jetzt hier Feuerball auf Level 2. So, Leute. Oh, da sind noch Skorpione. Okay. Gut, dann machen wir hier Dings. Machen wir hier Plasma schnell. Nein, das war's wieder das Falsche. Oh, das Pferd ist eh kaputt. Na gut, na dann. Ich muss mich gerade noch so ein bisschen reinfinden hier. Und Skorpione kamen auf einmal aus dem Boden. Alles klar, Leute. Sehr interessant. Auf jeden Fall, ey. So, was haben wir hier? Ein dichter Regenwald. So nah an der Wüste, ey. Lianen versperren mir den Weg. So nah an der Wüste, ja, das ist schon echt verrückt, ne? Die Scheiben sind zerbrochen. Das ist Panzerglas. Ja. Diese Pferde-NFC sind wohl hier zu Hause. Trockene Luft strömt hinein. Der Wald hinten stirbt langsam ab. Trockene Luft. Naja, das sagt doch schon einiges über die die Zerstörungskraft dieser Pferde aus, ne, Leute? Eher eine Wüste als eine Savanne. Um die natürliche Balance zu erhalten, muss der Mensch nachhelfen. Wie irrsinnig. Ja, das stimmt. Ah ja, das ist echt verrückt, was hier abgeht, aber das ist so cool. Schaut euch das mal an. Jetzt sind wir nämlich hier in der Savanne, Leute. Und hier geht's in einen Schrein rein, Leute. Das ist cool. Hier geht's wirklich in einen Schrein. Grabstätte, Leute. Boah, das ist so cool. Ist hier auf einmal ein Schrein drin. Wow. Das ist krass gerade. Ah, stimmt, Leute. Ich kann mich hier an was erinnern. Hier in dieser Ecke gibt es ein Rätsel. Genau hier, Leute. Hier gibt es nämlich ein Rätsel. Und zwar so ein Viehgewind-Rätsel. So ist was ähnliches. Hier, schaut mal. Hier so ein Plattenverschieberätsel. 15 Marmorplatten. An einer Stelle fehlt eine Platte. Ein Puzzle mit beweglichen Steinen für Besucher.
Genau, Leute, wir können hier Steine bewegen, aber ich glaube, zuerst mal noch nicht. Wir wollen uns erstmal hier noch ein bisschen umgucken. Riesige Statuen. Ägyptische Götter? Statuen, okay. Boah, das ist so cool gemacht hier, wirklich. Hier ist so eine, so ein Schrein drinne, Leute. Richtig cool. Gut, was haben wir hier? Im Loch ist eine große eiserne Kiste. Hm, zu schwer. Lässt sich nicht bewegen. Aber später lässt sich das bewegen. Ah ja, das weiß ich nämlich schon. Eine Steinkiste, die ist zu schwer. Genau, Leute, ja. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei Parasite Eve 2. Es wird langsam interessant. Also, wir sind nicht mehr weit vom Finale weg, glaube ich. So, was haben wir hier? Eine Tür. Zu. Aber, Leute, schaut mal hier. Hier oben ist sowas. Hier stehen Hieroglyphen. Sie sind jeweils verschiedenfarbig eingerahmt. Haben sie eine Bedeutung? Ja klar haben die eine Bedeutung. Ah ja, ich fotografiere die mal ab. Einen Moment. So, ich fotografiere die mal ab. Die brauchen wir nämlich. So. Die brauchen wir nämlich für das Rätsel da drüben. Genau, Leute. Allerdings gibt es hier zwei Varianten. Erstmal gibt es hier den blauen Weg. Der blaue Weg ist, glaube ich, das, was uns zu der Tür da führt, weil wir müssen die Tür aufmachen. Und die Tür auf, die Tür kriegen wir nur hier durch dieses Rätsel auf. So, wir haben hier da die, diese Symbole da gesehen jetzt gerade, ne, die ich da abfotografiert habe. Und da haben wir jetzt hier die Reihenfolge, also die Reihenfolgen hier, die stimmen überein mit dem Bild, was ich eben abfotografiert, aber wir sehen ja hier oben, da ist so eine blaue Linie, ne? Hier in der Mitte ist eine rote. Kann ich euch ja alles mal zeigen, was das, was es damit so auf sich hat. Gut, Leute, ich würde mal sagen, wir versuchen erstmal den roten Weg zu lösen. Das heißt, wir müssen die Dinger jetzt genauso anordnen wie auf dem Ding da eben, ne? Also hier genauso, also der Pharao muss hier unten in die Ecke, diese zwei Beine hierhin. Und das Auge hierhin. Genau, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir das doch mal an hier. Ja, das ist direkt blöd eigentlich. Nee, Moment. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, Leute. So. So, die Beine sind unten. So. Gut. Der Fisch. Das muss weg. So, am Ende muss nämlich unten rechts noch das Ding frei sein. So, das Ding ist links unten. Ah, das ist jetzt blöd, ne? Moment. So, ich muss irgendwie nach... Ah, ne, das ist... Das passt so nicht. Wie komme ich denn jetzt hier raus, ohne dass da... Weil ich muss nämlich das Ding da unten irgendwie... Irgendwie nach unten kriegen und hier nach rechts. Ah, nee. So vielleicht. So passt es doch. So. Jetzt sehen wir nämlich, was passiert, wenn wir den roten Weg machen. Ein metallenes Geräusch. Ach, das war doch nicht das. Ich habe gedacht, das wäre was anderes. Der rote Weg war die Tür, Leute. Schaut mal, die Tür hat sich geöffnet. Tatsächlich, Leute. Der rote Weg war die Tür. Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir das Rote dann jetzt schon mal erledigt. Ich würde sagen, als nächstes mache ich den gelben Weg. Ne? Gelb war ja ganz links der Fisch. Ist ja hier der Faden, ne? Von oben nach unten. Und ja, ich weiß. Und dann würde ich sagen, gehen wir das mal an. Also der Fisch war ganz links. Danach kam dieses Auge, also das Ding hier. Ja, das macht doch mal direkt mal so ein bisschen Spaß, finde ich hier. Ein bisschen Rätseln mal am Anfang. Das ist doch cool. Oder? Findet ihr nicht? Ich finde es mega cool. So. Dann hier so. Und die Krone muss nach links unten. Ah, das passt so. Da muss ich gucken. Muss ich jetzt gucken. Also irgendwie muss das gehen, Leute. Machen wir nochmal so. Ich brauche das X da drinnen, ne? Gut, Leute, mach das X mal hier hin.
Ich könnte es oben rum versuchen. Jetzt ist es nicht richtig, aber ich probiere es einfach. Ne, seht ihr, das ist falsch. Muss ausgetauscht werden. Aber ich glaube, das geht einfach, wenn wir hier einfach die Sachen alle rumdrehen, oder? Oder war es jetzt... Ne, es ist wieder falsch. Okay, Leute. Ja, es kann ein bisschen dauern, wie gesagt. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut. ja. Bin jetzt hier nach wie vor in meiner Quarantäne unterwegs hier. Und, ja. Da ist ja schon wieder was drinnen, ne? Also irgendwie... Ne, das rote X... Ja, oder? Oder? Moment. Lass das mal raus. Nein! Ach, verdammt. Ja, Leute, es ist nicht einfach. War das so vielleicht? Ne, Moment, ich guck mal noch mal ganz kurz das Bild an. Die Krone und das X müssen noch ausgetauscht werden. Okay, Leute. Ah, das muss... Ah, das ist immer eins... Das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kann ein bisschen dauern tatsächlich. Bis ich das hier mal durchblicke. So. Das X muss da rein, verdammt. Das ist falsch rum. So, Leute, dann irgendwie so. Ne, irgendwie nicht. Irgendwie will er gerade nicht. Okay. Gut, dann schieb das mal hier rein. Das ist eigentlich Trial and Error, was ich jetzt hier gerade mache, ne? Also, ich probiere es einfach rum. Und es klappt. So war's doch. Genau, Leute. Schaut euch das an. Wir haben das Rätsel gelöst. Werden eingesperrt und kriegen ihr Gegner serviert. Ist das nicht geil? Gut, Leute, aber für die brauche ich hier... Oh nein, ich habe keine Bugshots. Verdammt, ich brauche für die Dinger. Für die Dinger brauche ich Bugshots. Ja, Moment, dann macht mal Plasma. Bei denen habe ich nämlich eine andere Idee. Schaut euch das mal an. Das sind nämlich so Käfer hier. Und die sehen richtig cool aus. Cool. Jo, Leute, haben wir einfach mal so für 2 Minuten Rätseln Gegner serviert bekommen. Und, ja, ich würde sagen, das benutze ich beides. Ja. Einmal Vollheilung und ja, den Rest brauche ich eigentlich ja noch, ne? Ich bin ja voll hier. Genau, Leute, wir wurden eingesperrt. Wir können ja nicht raus. Verriegelt. Ich bin eingesperrt. Was? Ein robustes Gitter. Versperrt den Eingang. Genau. Leute, wir sind hier eingesperrt, aber das können wir ganz einfach wieder verhindern. Einfach so machen. Einfach so. Und schon ist die Tür wieder offen. So einfach ist das. Gut, Leute, dann würde ich sagen, steht uns als letzter Weg jetzt noch das Blaue bevor. Das Blaue, das war ja das Grüne zuerst. Dann dieses Messer, dann dieser Zirkel und dann das Ei. Nein, jetzt ist wieder zu. Ach, Mann. Leute, das wollte ich nicht. Ja, wieder untersuchen. Das kann schon ein bisschen nerven. Gut, aber das ist egal. Mach das mal weg hier so. Gut, dann machen wir jetzt als letztes den blauen Weg. Das war ja das Ding da links. Ich guck mal gerade, wie lange habe ich eigentlich noch? 5 Minuten. Okay, ja. Dann machen wir das da so. Aber das Messer gleich hier. So. Den Zirkel haben wir da und das Ei, das muss hier rechts hoch. So, das Ei. So, dann hier noch irgendwie. So. Nee. Moment, einmal kurz rum. Na, diese Rätsel, die sind ja immer irgendwie gleich aufgebaut, ne? Moment. Das Ding muss da raus. So. Ah, wie mache ich das jetzt am besten, du? Was war als zweites? Moment, ich guck nochmal. Das Messer war als zweites. Das stimmt schon. Das Ei muss da rechts in die Ecke. Ach, jetzt ist da wo das rote Ding da drin. Verdammt nochmal. So.
Ja, dann haben wir es doch schon. Hier, so, zack. Genau, Leute, wir haben's. Habt ihr das gehört? Da war ein Geräusch. Ja, Leute, wie gesagt, das war das Rätsel. Hier, schaut mal hier. Jetzt ist die Kiste nämlich rausgekommen. Schaut mal. Ein Sarkophag versperrt den Gang. Ist unter dem Artikel eine Mumie? Wohl nicht, er ist leer. Da ist doch was. Ja, was denn? MP-Wasser 2, Leute. MP-Wasser 2 ist da drin, das möchte ich auf jeden Fall haben. Ja, dafür muss ich allerdings jetzt was wegschmeißen, leider. Na, das ist jetzt gerade... Mo. Ich merke gerade, ich habe gar keine... Was? Habe ich gar keine Bugshots mitgenommen? Oh. Ja gut, egal. Nö, dann würde ich mal sagen, nimm die Proteinkapsel-Eier. Benutz die. So, 185 HP. Zack. Gut. Da haben wir hier das MP-Wasser Level 2 bekommen. Sehr gut, ja, durch den blauen Weg hat sich hier diese Box aufgetan. Genau, Leute, dann würde ich sagen, mache ich meine Uhr mal kurz wieder. So. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal wieder weg, die Kiste da. Ja, ja, komm. So, einmal so. Und da ist es schon wieder weg. Genau, Leute, und dann können wir ja eigentlich schon hier die Tür aufmachen, ne? Wir waren ja, haben ja eine Tür da gesehen. Und ja, jetzt noch so als Highlight der Folge, 2 Minuten vor Ende, gehen wir mal hier in die Tür rein. So, jetzt wird es nämlich heftig, Leute. Was ist das? Ja, was ist das? Ach du Scheiße, Leute. Und wieder diese gruselige Musik. Es lebt ein NMC. Sie kann sich nicht bewegen. Ich spüre Millionen von Neomitochondrien in ihrem Körper. Erzeugt sie Strom? Ganz genau, Leute. Das ist ein NMC-Kraftwerk. Das ist ziemlich brutal. Und wenn ich das anschieße, seht ihr, das heilt sich. Das heißt, Schießen bringt hier nichts. Ah, nein! Ah, jetzt weiß ich, was ich in der letzten Folge vergessen habe. Diese Dinger da, die kann man ausschalten. Ja, das habe ich vergessen in der letzten Folge. Genau, Leute. Ja gut, ist egal. Die kriegen wir auch so kaputt. Stimmt, ich in dem Raum da, wo der Pierce drin ist, da kann man die ausmachen, diese Dinger. Das habe ich beim letzten Mal vergessen. Aber ja, natürlich beschützen die das hier, ne? Ist klar. Gut, meine Muni ist leer. Gut, dann weißt du was? Nimm mal die Pistole hier und... So. Gut, Leute. Und das Vieh, So. Das ist ein Bioreaktor. Er dient als Verstärker für die Barriere, Leute. Wie erinnert ihr euch noch vor 3 Folgen, als wir die Barriere hatten, wo wir nicht bei dem Aufzug da nicht runter können? Mit dem Raum mit der gleichen Musik. Genau. Diese Barriere ist damit gemeint. Ich muss ihn ausschalten. Ich habe keine andere Wahl. Wie schalten wir ihn aus? Wir müssen diesen Computer kaputt schießen. Ein Lebenserhaltungssystem? Diese Anlage leitet eine Nährlösung in die NMC. Wenn ich es nicht zerstöre, wird sie von den Mitochondrien geheilt. Ihre Mitochondrien dürfen nun keine Energie mehr bekommen. Genau, Leute. Heißt auf Deutsch... Mach's kaputt. So, schieß da drauf, da los. Genau, Leute. Und jetzt können wir das Ding nämlich kaputt schießen. Boah, das sieht schon echt eklig aus, Leute. Oh, da ist meine Uhr. ja, ich würde sagen, das mache ich noch kurz kaputt hier. Das Ding da. Mach mal ein Dings drauf hier. Ein Feuerball. Boah, 320. Das sieht so widerlich aus, Leute. Schaut euch das mal an. Ist schon grausam, ja, was hier gemacht wurde. Ist schon heftig. Richtig heftig, Leute. Wow. Zum Glück ist die gruselige Musik jetzt erstmal weg. So, aber wir haben keinen Platz mehr für das Zeug. Aber das MP-Wasser nehme ich auf jeden Fall mit. Wir kriegen so viel MP-Wasser, ne? Wir haben 5 MP-Wasser Level 2. Kann ich das nutzen? Gut, dann lasse liegen. Ja, Leute, wir haben einen Bioreaktor kaputt gemacht.
keine Aktivität mehr. Der Dynamo ist tot. Genau, Leute, dieses Dynamo ist dafür da, halt für die Barriere. Wie gesagt, irgendeiner will sich vor uns verstecken. Ein feuerlicher Keimbedarf. Gut, Leute. Was haben wir hier noch? Ich spüre immer noch die Neomitochondrien. Eine Tür gibt's hier nicht. Drüben ist noch ein Dynamo. Genau, Leute, das ist nämlich ein zweiteiliges Ding. Wenn wir uns jetzt mal auf die Karte schauen. Schaut mal da. Da ist noch... Das ist noch rot hier, allerdings kommen wir auf die andere Seite nicht drüber. Weil halt hier zu ist. Ne? Da müssten wir einfach mal von oben rechts rum, Leute. Aber das würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal das nächste Mal. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen Cut rein. Und ja, dann hoffe ich doch mal, dass euch die Folge noch gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.